Willkommen zum Rift Report, eurem neuen Patch Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Der nächste Monster Patch ist da, 49 Seiten, schneid dich also an und lehn dich zurück. Starten wir mit den Champion Buffs. Varus darf sich zunächst über zwei Base AD freuen. Der Minion Kill Attack Speed seiner Passiven geht von 10% auf 10 bis 20% skalierend auf den Leveln 1, 7 und 13 hoch. Dazu bekommt er auf seiner Passiven bei Champion Takedown nun 10% zusätzliche Attack Speed. Und auch die Attack Speed zu AD und AP Umwandlung geht von 15% auf 25% hoch. Dafür muss er allerdings auf allen Leveln DSW ordentlich an On-Hit-Damage einbüßen. Yasuo ist schon länger ziemlicher Schrott, daher gibt es nun saftige Buffs. Neben zwei Base Armor bekommt sein E drastisch mehr Base Damage. Dazu stackt der Bonus Damage, wenn man mehrere E's stackt, nun immer zu 100%. Talons Midi-Q dasht jetzt ebenfalls bis zu 150 Units, was auch bedeutet, dass der Midi-Q nun Sudden Impact proppt. Ab zu den Champion-Nerfs und dort zu Leona. Seit langem ist sie unfassbar stark, daher verliert sie nun massiv Passiv-Damage auf den späteren Leveln. Dazu wird auch noch der Base-Damage deswegen auf den späteren Rängen deutlich reduziert. Ezreal verliert lediglich 10% AD-Ratio auf seinem Q, Aurora hingegen bekommt wesentlich mehr Nerfs. Ihre Passive gibt nun weniger Movement Speed pro Level und auch der Bonus Movement Speed pro Spirit geht von 5% auf 2% runter, skaliert nun jedoch mit 0,015 AP. Ihr Q hat nun noch eine 0,1 Sekunden lange Recast-Zeit, zudem kann der Q2 nun Ziele nicht mehr verpassen. Ihr W-Cooldown geht auf einen Rang um 4 Sekunden hoch, dafür wird der Stave nun erst beim tatsächlichen Feuern ihres Autoprojektils unterbrochen. EE gibt nun statt 800 Flat Movement Speed nur noch 150 Base Movement Speed plus zweimal ihre Movement Speed. Auch ihre Ult wird genervt und büßt 50 Base Damage und 5% AP Ratio auf allen Rängen ein. Aurelion's Holz Adjustment in Patch 14.14 war ja so gar kein Adjustment, weshalb er nun gleich 3 Nerfs bekommt. Der Q kostet nun auf jedem Rang 5 zusätzliche Mana die Sekunde, der W hat nun immer 1500 Range anstatt 1500 bis 1900 Unit Scaling zu haben und die E-Mana Kosten gehen auch noch um 10 nach oben. Shyvana's Hybrid Build war aus Riot sich deutlich zu stark, daher nerft man hier nun den E gleich dreifach. Der Base E bekommt zwar mehr Base Damage, allerdings geht das AP Ratio um 10% runter und aus 40% Total AD Scaling werden 50% Bonus AD Scaling. Ihr Ult E Damage bekommt auch mehr Base Damage, allerdings geht hier das AP Ratio drastisch runter. Dafür gibt es jedoch hier mehr Total AD Scaling. Der Dot ihres Ult E hat nun statt 5% Total AD Scaling 15% Bonus AD Scaling. Bei den Champion Adjustments gibt es diesmal gleich 7 Champions. Starten wir mit Skarner. Er ist mittlerweile unbeliebter als vor seinem Rework, daher gibt es nun 5 zusätzliche Leben pro Level und um 5 Mana geringere Mana-Kosten auf dem Q. Dafür kann der E nun aber keine Ziele mehr greifen, die hinter Skarner sind. Cassiopeia bekommt zunächst 50 zusätzliche Base-Mana, verliert allerdings 20 Mana pro Level. Ihre Q-Mana-Kosten sinken auf den späteren Leveln um bis zu 20 Mana, das gleiche gilt auch für die Mana-Kosten des W. Auf dem Q verliert sie allerdings 20% AP-Ratio. Ihre E-Mana-Kosten gehen von 50 bis 42 Scanning auf 40 Flat runter, allerdings verliert sie auf ihrem E auch nochmal 5% AP-Ratio. Irelia bekommt 40 zusätzliche Base-Leben, dafür verliert sie allerdings 2,5 Health Reach. Akalis W-Cooldown geht zunächst von 20 Sekunden Flat auf 20 bis 16 Sekunden Scaling runter. Dafür passt man allerdings den initialen Base Damage der Ult an. Der geht von 80 bis 360 auf 110 bis 330 runter bzw. hoch. Der Minimum Cast Damage des zweiten Ultheils geht um 10 Damage hoch. Und auch der Max Damage des zweiten Ultheils geht ordentlich nach oben. Dafür ist der Ult Cooldown nun statt 100 bis 60 Sekunden Scaling, allerdings 120 bis 60 Sekunden Scaling. Jonas Q Base Damage geht von 20 bis 100 auf 20 bis 120 hoch. Dafür geht der Ult Cooldown von 120 bis 60 Sekunden auf 120 bis 80 Sekunden hoch. Zed bekommt weiteren Base Damage auf den späteren Q-Rängen. Dafür geht das Bonus AD Ratio jedoch um 10% runter und auch der Ult Cooldown wird von 120 bis 80 auf 120 bis 100 Sekunden erhöht. Silas Adjustment sieht auf dem Papier nach einem absurden Nerf aus. Er bekommt zwar 2 Base Armor und einen niedrigeren Q-Cooldown auf allen Rängen, dafür verliert er allerdings auch 10 Base Damage und 10% AP Ratio auf allen Rängen des Q. Dazu geht das AP Ratio des W-Heal um 15% nach unten, skaliert nun allerdings mit 5% Bonus Health. Und auch der W-Damage verliert einfach mal 10% AP-Ratio. Auch beim E dreht man das AP-Ratio drastisch nach unten. Das geht nämlich von 100% auf 80% nach unten. Wie man das auch nur irgendwie als Adjustment vermarkten kann, ist mir komplett unklar. Bei den Systemänderungen geht man unfassbar viele Items an. Cosmic Drive wird gebufft und gibt nun 100 zusätzliche Leben,
als auch mehr Movement Speed auf den frühen Rängen. Hextech Rocket Bait bekommt 100 zusätzliche Leben und Storm Surge ist seit Ewigkeit wirklich absoluter Müll und wirklich, ich muss so hart sagen, es ist ein absolutes Low Elo Bait Item. Da gibt es dort nun 10% mehr Movement Speed auf der Storm Raider Passive und der Squall Ranged Modifier geht von 75% auf 90% hoch. Der Wits End Damage geht von 15 bis 80 auf 40 bis 80 hoch. Death Stance bekommt 10 zusätzliche Armor und Void Staff bekommt nochmal 5 zusätzliche AP. Bei den Item Nerfs wird Null Magic Mantle 50 Gold billiger, verliert aber dafür auch 5 MR. Kraken Slayer verliert 2% Movement Speed und die Passive ist auf Ranged Champions nur noch 80% effektiv. Auch Static Shield verliert 2% Movement Speed und wird dazu nochmal 100 Gold teurer. Laut Dominic's Regard verliert 5% Armor Pen und Mortal Reminder 5 AD. Riot nerft einmal wirklich alle Schuhe bis auf die Symbiotic Souls. Murkrats werden 100 Gold teurer und geben 5 MR weniger. Berserker Greaves verlieren 5% Attack Speed. Ionian Boots of Lucidity werden 100 Gold teurer und verlieren 2 Ability Haste. Plated Steel Caps werden 200 Gold teurer, dafür bekommt man nun aber auch 2% zusätzliche Damage Reduction. Sorcerer's Shoes verlieren einfach mal 3 Magic Pen und zu guter Letzt die Boots of Swiftness, die werden 100 Gold teurer. Abyssal Mask wird 200 Gold teurer, dafür geht der MR-Schred auf 30% hoch und auch die Aura des MR-Schred wird von 600 auf 700 Units Range gebufft. Bei den Runen wird Dark Harvest gebufft, der Cooldown geht von 40 auf 35 Sekunden runter und auch der Takedown Reset Timer geht von 1,5 auf 1 Sekunde nach unten. Fleet Footwork wird im Early Game ordentlich genervt. Ab Level 14 ist die Rune nun aber besser. Aus 8 bis 110 Healing, die linear skalieren, werden nun 5 bis 120 Healing, die mit der Base Stat Progression skalieren. Das war's für diesen Rift Report. Ich habe, damit ihr das Video mal wieder direkt um 20.30 Uhr zum offiziellen Release bekommt, erneut eine halbe Nachtschicht eingelegt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es wirklich super, wenn ihr uns mit einem Abo oder Like unterstützt. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen, um diese Videos auch in Zukunft anbieten zu können. Nicht vergessen, auf unserem Insta- und TikTok-Kanal gibt es zusätzlich mehrfach wöchentlich weitere LoL-Videos und unsere maximal 2 Minuten langen Mini-Patch-Rundowns. Auch den TFT-Mini-Patch-Rundown findet ihr ab Mittwoch morgen dort. Bis zum nächsten Rift Report. Möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.